Achim von Arnim, Dichter, 1800 bis 1801, Prinzenstraße 10 bis 12. Achim von Arnim. Achim von Arnim, eigentlich Karl Joachim Friedrich Ludwig von Arnim, geboren am 26. Januar 1781 in Berlin, gestorben am 21. Januar 1831 in Wiepersdorf, Fleming, Kreis Jüterbog, war ein deutscher Schriftsteller. Neben Clemens Brittaneau und Joseph von Eichendorff gilt er als wichtigster Vertreter der Heidelberger Romantik. Leben 1781 bis 1800. Arnims Vater war der wohlhabende königlich preußische Kammerherr Joachim Erdmann von Arnim, der aus dem uckermärkischen Familienzweig Blankensee stammte und Gesandter des preußischen Königs in Kopenhagen und Dresden und später Intendant der Berliner Königlichen Oper war. Arnims Mutter, Amalie Caroline von Arnim, geborene Labes, starb 3 Wochen nach seiner Geburt. Arnim verbrachte seine Kindheit und Jugend zusammen mit seinem älteren Bruder Karl Otto bei seiner Großmutter Caroline von Labes in Zernikow und Berlin, wo er von 1793 bis 1798 das Joachimthalsche Gymnasium besuchte. Er studierte von 1798 bis 1800 Rechts- und Naturwissenschaften und Mathematik in Halle, Saale. Noch als Student schrieb er zahlreiche naturwissenschaftliche Texte, unter anderem den Versuch einer Theorie der elektrischen Erscheinungen sowie Aufsätze in den Annalen der Physik. Im Haus des Komponisten Johann Friedrich Reichardt lernte er Ludwig Tieck kennen, dessen literarische Arbeiten er bewunderte. 1800 wechselte Arnim zum naturwissenschaftlichen Studium nach Göttingen, wo er Johann Wolfgang von Goethe und Clemens Brittaneau begegnete. Unter deren Einfluss wendete er sich von den naturwissenschaftlichen Schriften eigenen literarischen Arbeiten zu. Nach Beendigung des Studiums im Sommer 1801 schrieb er, beeinflusst von Goethes Werther, seinen Erstlingsroman Hollins Liebe Leben. 1801 bis 1809. Arnim unternahm von 1801 bis 1804 eine Bildungsreise quer durch Europa zusammen mit seinem Bruder Karl Otto. 1802 begegnete er in Frankfurt erstmals seiner späteren Frau Bettina und bereiste zusammen mit Brittaneau den Rhein. Ende 1802 besuchte er in Coppet Frau von Steele und traf 1803 in Paris erstmals mit Friedrich und Dorothea Schlegel zusammen. In diesem Jahr reiste Arnim weiter nach London und blieb bis Sommer 2004 in England und Schottland. Nach seiner Rückkehr entwarfen Arnim und Brittaneau erste konkrete Pläne zur Herausgabe einer Volksliedersammlung, die schließlich 1805 unter dem Titel Des Knaben Wunderhorn erschien. Arnim ging mit Goethe in Weimar die gesammelten und teils von Armin und Brittaneau stark bearbeiteten Lieder der Sammlung durch. 1805 traf er auch in Frankfurt den Rechtsgelehrten Friedrich Karl von Savigny, 1779 bis 1861, der ihn schätzen lernte und mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verband. Seit dem 11. November 1808 schrieben sie sich regelmäßig. Die Veröffentlichung weiterer Bände verzögerte sich durch den Deutsch-Französischen Krieg. Nach der Niederlage Preußens bei Jena und Auerstedt folgte Arnim den geflohenen Königshof nach Königsberg. Dort machte er im Kreis um den Reformer Freiherr von Stein politische Vorschläge. 1807 reiste Arnim zusammen mit Reichardt zu Goethe nach Weimar, wo auch Clemens und Bettina Brittaneau waren. Gemeinsam fuhren sie nach Kassel, wo Arnim erstmals die Brüder Grimm traf, mit denen er sein Leben lang befreundet blieb. Arnim zog 1808 nach Heidelberg, Clemens Brittaneau folgte ihm und dort vollendeten sie ihre Arbeit an der Volksliedersammlung. Der 2. und 3. Band des Wunderhorns erschienen und außerdem schrieb Arnim Aufsätze für die heidelbergischen Jahrbücher. In dem Kreis von Romantikern um Josef Görres, der der Heidelberger Romantik ihren Namen verdankt, gab Arnim die Zeitung für Einsiedler heraus, an der neben Brittaneau, Görres und den Brüdern Grimm auch Tieck, Friedrich Schlegel, Jean-Paul, Justinus, Kerner und Ludwig Uhland mitarbeiteten. Dieser Kreis wandte sich überwiegend aus politischen Gründen dem Mittelalter zu, um über diese Epoche eine nationale Einheit zu stiften. Der ästhetische Aspekt interessierte dabei weniger.
Arnim verließ Heidelberg Ende 1808 und besuchte Goethe auf dem Heimweg nach Berlin. 1809 lebte Arnim in Berlin, wo er sich erfolglos um ein Amt im preußischen Staatsdienst bewarb. 1810 bis 1831. In Berlin veröffentlichte Arnim seine Novellensammlung Der Wintergarten, arbeitete für Kleists Berliner Abendblätter und gründete 1811 die Deutsche Tischgesellschaft, später Christlich-Deutsche Tischgesellschaft, genannte Patriotische Vereinigung, zu der zahlreiche Politiker, Professoren, Militärs und Künstler der Berliner Gesellschaft gehörten und in der nur christlich getaufte Männer Zutritt hatten. 1810 verlobte sich Arnim mit Bettina. Das Paar heiratete am 11. März 1811. Die Arnims hatten 7 Kinder: Freimund, Siegmund, Friedmund, Kühnemund, Maximiliane, Armgard und Gisela von Arnim. Das Paar lebte meist getrennt, sie in Berlin, er auf seinem Gutshof Wiepersdorf. Bald nach der Hochzeit reisten sie gemeinsam nach Weimar, um Goethe zu besuchen. Ein heftiger Streit Bettinas mit Goethes Frau Christiane führte zu einer lebenslangen Entfremdung zwischen Goethe und Arnim. 1813, während der Befreiungskriege gegen Napoleon, befehligte Arnim als Hauptmann ein Berliner Landsturmbataillon. Von 1813 bis Februar 1814 war er der Herausgeber der Berliner Tageszeitung Der Preußische Korrespondent, gab diese Stellung aber wegen Streitigkeiten mit dem Erstherausgeber Barthold Georg Niebuhr auf. Ebenfalls 1813 trat er der gesetzlosen Gesellschaft zu Berlin bei. Von 1814 bis zu seinem Tode 1831, Gehirnschlag, lebte Arnim überwiegend, unterbrochen von gelegentlichen Reisen und längeren Berlin-Aufenthalten, auf seinem Gut in Wiepersdorf und nahm mit zahlreichen Artikeln und Erzählungen in Zeitungen, Zeitschriften und Almanachen sowie mit Buchveröffentlichungen am literarischen Leben Berlins teil. Seine Frau und die Kinder lebten vor allem in Berlin. 1817 erschien der erste Band seines Romans Die Kronenwächter. Arnim schrieb vor allem für den Gesellschafter und hatte zeitweilig eine eigene Rubrik in der Vossischen Zeitung. 1820 besuchte Arnim Ludwig Uhland, Justinus Kerner, die Brüder Grimm und zum letzten Mal Goethe in Weimar. In seinen letzten Lebensjahren hatte Arnim immer wieder mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Großer literarischer Erfolg blieb aus. Achim von Arnim starb am 21. Januar 1831 in Wiepersdorf. Werk und Wirkung. Arnim hinterließ eine Fülle von Dramen, Novellen, Erzählungen, Romanen, Gedichten und journalistischen Arbeiten. Er wird heute zu den bedeutendsten Vertretern der deutschen Romantik gezählt. Vor allem über das Wunderhorn wirkte er auf Spätromantiker und Realisten ein, wie etwa Eduard Mörike, Heinrich Heine, Ludwig Uhland und Theodor Storm. Die Sammlung enthält etwa 600 Bearbeitungen deutscher Volkslieder und gehört zu den wichtigsten Zeugnissen einer von der Romantik propagierten Volksdichtung. Enthalten sind Liebes-, Kinder-, Kriegs- und Wanderlieder vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert. Goethe empfahl des Knaben Wunderhorn zur Lektüre über alle Standesgrenzen hinweg, da es ihm für die einfachste Küche ebenso wie für das Klavier des Gelehrten geeignet erschien. Arnims Novellen zeugen von der Hinwendung des Autors zum Übernatürlichen. Die Erzählung Isabella von Ägypten vermischt Fiktion und Realität und nimmt so Elemente des Surrealismus vorweg. Die traumhafte Fantastik wird mit historischen Bezügen verbunden. Poetologisch stellte Arnim seine Literatur in den Dienst der politischen Erneuerung, die er nicht durch politische Arbeit, sondern in der Kunst verwirklichen wollte. Deshalb hat er öfter volkstümliche Stoffe wiederbelebt. Arnims unvollendet gebliebener Roman Die Kronenwächter trieb die Erneuerung des historischen Romans in Deutschland voran. Er zeigte Missstände von Arnims Gegenwart in Form einer geschichtlichen Erzählung. Als Lyriker wird Arnim weniger als die Zeitgenossen Brittanot und Eichendorff wahrgenommen, obwohl er ein reiches und vielgestaltiges lyrisches Werk hinterlassen hat. Auch fast alle seine erzählerischen Werke enthalten Gedichte und Lieder. Die zeitgenössischen Urteile über Arnim gingen weit auseinander. Heine schrieb, Arnim sei ein großer Dichter und einer der originellsten Köpfe der romantischen Schule. Die Freunde des Fantastischen würden an diesem Dichter mehr als an jedem anderen deutschen Schriftsteller Geschmack finden. Goethe dagegen sah Arnims Werk als ein Fass, an dem der Küfer vergessen habe, die Reifen festzuschlagen.
Ein Gegenstand anhaltender Diskussion in der Arnim-Forschung ist der Zusammenhang von nationalem Engagement und antisemitischer Denunziation. Mehrfach, etwa in der Erzählung Die Versöhnung der Sommerfrische von 1811, benutzt Armin die traditionelle Gegenüberstellung von Christen und Juden, um ein konstruiertes deutsches Wesen in der Opposition zu einem vermeintlich jüdischen Wesen zu profilieren. 1995 gründeten die Herausgeber der historisch-kritischen Weimarer Arnim-Ausgabe die internationale Arnim-Gesellschaft mit Sitz in Erlangen. Zitat: Alles geschieht in der Welt der Poesie wegen, das Leben mit einem erhöhten Sinne und in einem erhöhten Sinne zu leben. Die Geschichte ist der Ausdruck dieser allgemeinen Poesie des Menschengeschlechts. Das Schicksal führt dieses große Schauspiel auf.